Wir schreiben das Jahr 1994. Zu diesem Zeitpunkt machen bereits Gerüchte um die neue Ultra 64-Konsole von Nintendo die Runde. Ein richtiges Grafik-Powerhouse soll das Gerät werden. Einen ersten Vorgeschmack davon gab es mit zwei Spielhallenautomaten. Zum einen war da Killer Instinct aus dem Hause Rare, das mit grandioser Grafik und Killer-Kombos für offene Münder sorgte. Zum anderen war da dann noch Cruisin' USA von Midway, bei dem vorab das Ultra 64-Logo über den Bildschirm flimmerte, bevor man mit ein paar Groschen ins Spiel einsteigen konnte. Und ja, Cruisin' USA sah damals wirklich grandios aus mit seinem digitalisierten Stil, der in Richtung Fotorealismus ging. Problem an der Sache: Cruisin' USA lief gar nicht auf Ultra 64 Hardware, da bis auf Entwickler Rare diese niemand hatte, sondern auf einem modifizierten Jammerboard. Nichtsdestotrotz hat mich das Spiel grafisch umgehauen, als ich es in der Spielhalle entdeckte. Spielerisch war der Arcade Racer zwar kein absolutes Highlight, doch als Outrun-Klon schlug sich Cruisin' USA auf jeden Fall recht gut. Die Umsetzung auf dem N64 wurde mehrmals verschoben und war letztendlich relativ enttäuschend aufgrund technischer Mängel. Dennoch war Cruisin' USA insgesamt erfolgreich genug, um eine eigene Reihe an Videospielen zu starten. 1996 folgte Cruisin' World. 1999 dann Cruisin' Exotica. Im Jahr 2001 Cruisin' Velocity für den Game Boy Advance. 2007 einfach nur Cruisin' für die Wii. Und 2017 folgte dann der vorerst letzte Teil mit Cruisin' Blast. Allerdings erschien dies eben nur in der Spielhalle. Zumindest bis jetzt, denn seit dem 14. September gibt es Cruisin' Blast nun für die Nintendo Switch. Ich konnte es mir natürlich nicht nehmen lassen, hier mal einen Blick drauf zu werfen. Cruisin' Blast ist nicht nur einfach eine Portierung der Spielhallenversion. Entwickler Raw Thrills hat ihr eigenes Spiel von der Arcade mit ein paar Boni auf die Switch gebracht. Und das ist auch gut so. Wählt man nämlich den Modus, wo man nur die Spielhallenversion zocken kann, stellt man fest, dass Cruisin' Blast nicht gerade viel zu bieten hat. Die Handvoll Level, die hier geboten werden, hat man recht schnell durchgespielt. Da merkt man einfach, die Arcade-Version ist auf kurzweiligen Spaß ausgelegt, wo man sich nicht lange mit einem Spiel beschäftigt und schnell der nächste eine Münze reinwerfen soll. Zum Glück gibt es für die Switch-Version noch etwas mehr. Mehr Strecken zum Beispiel. Um diese zu sehen, kann man in den Karrieremodus einsteigen. Hier gibt's mehrere Renntouren, die dann mit jeweils 4 Einzelrennen auf euch warten. Und hier versucht ihr dann natürlich ganz vorne zu landen, um neue Renntouren freizuschalten und auch um Geld zu verdienen. Damit könnt ihr nämlich neue Autos kaufen. Jedes Auto, das ihr freigeschaltet habt, levelt ihr dann einzeln auf, um dann kleinere Boni freizuschalten. Was ebenfalls nicht fehlen darf, ist ein Splitscreen-Modus. Bis zu 4 Leute können hier gleich gegeneinander antreten. Doch kommen wir mal zu dem, was am wichtigsten ist: die Renn-Action. Und selten hat das Wort Renn-Action besser beschrieben, was hier auf dem Bildschirm passiert. Cruisin' Blast ist ein Arcade-Racer durch und durch, ein Genre, wie man es heute in dieser puren Form eigentlich nicht mehr serviert bekommt, da sich dies wohl für Publisher und Entwickler kaum mehr lohnt oder halt auch nicht zum Vollpreis verkaufen lässt. Auf jeden Fall ist Cruisin' Blast bunt, rasant und äußerst actionbetont. Ihr könnt euch noch daran erinnern, wie früher in Rennspielen ein Helikopter über die Rennstrecke flog, was besonders cool aussah? Sowas passiert hier im Sekundentakt. Andauernd explodiert irgendwo etwas, während man über die Piste brettert und gefühlt die meiste Zeit in der Luft ist, weil man über irgendwelche Schanzen springt oder den Gegner dazu nutzt, Saltos zu schlagen. Die Kurse sind nicht einfach nur Rennstrecken, sondern eine regelrechte Achterbahnfahrt, bei der auch mal der Boden wegbricht, man ewig weit fällt, nur um dann den Boost zu zünden oder einen Gegner von der Strecke zu rammen. Mit den Ursprüngen der Serie hat das allerdings nicht mehr viel zu tun. Dadurch, dass manche Rennen gerade mal um die 45 Sekunden dauern, passiert hier so unglaublich viel, dass ich dieses Spiel für Epileptiker definitiv nicht empfehlen kann. Optisch ist das, was man hier serviert bekommt, für Switch-Verhältnisse in Ordnung, wobei manche Level besser aussehen als andere. Das Spiel übertreibt es zwar immer wieder ein bisschen mit den Effekten, vor allem den Reflexionen, aber das passt zum Arcade-Stil. Und das Spiel vermittelt dafür ein gutes Geschwindigkeitsgefühl und läuft die meiste Zeit recht flüssig.
Bei all der Raserei, Boosterei, Drifterei und Springerei merke ich nach und nach auch, dass ich einfach sehr wenig Kontrolle über diese Achterbahnfahrt habe. Klar gebe ich Gas und steuere nach links und nach rechts, aber das Gefühl, dass mir das Spiel durch die andauernde Befeuerung und Action vermittelt ist, dass ich eigentlich nur ein Zuschauer oder eher gesagt ein Spielball bin, der hier auf die Strecke losgelassen wurde und mich das Spiel eh von alleine nach vorne trägt. Es passiert so viel und eigene Aktionen scheinen einfach wenig Einfluss auf das Renngeschehen zu haben, weshalb sich die Raserei in Anführungszeichen leer anfühlt. Dennoch kann ich nicht bestreiten, dass ich mit dem Spiel gerade in der Viererrunde schon gut Spaß habe. Cruisin' Blast ist halt Arcade pur, bei dem Over-the-Top-Action im Vordergrund steht. Es ist schön, dass sowas auch mal wieder auf den Markt kommt.